So, machen wir mal weiter. Die Videos werden immer noch nicht wirklich lang. Kann ich wohl nichts machen. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt tatsächlich bei diesem Hoover-Damm, der natürlich, wie soll es anders sein, von den NK-Soldaten besetzt ist. Aber erst holen wir erstmal ganz viele Striche. Das heißt, wir gucken mal, ob hier ein Bett ist. Anscheinend leider nicht. Natürlich ist es Diebstahl. Mal sehen, wie viele Videos ich heute noch aufnehme. Eigentlich ist es ja jetzt auch so, dass es da voll viel RNK gibt und ich die alle umwurzen könnte. Ich frage mich nur, ob mir das was bringen wird. Weil wenn ich die Rüstung ausziehe, dann merken sie es auf jeden Fall, und zwar sofort, und greifen ohne Vorwarnung an. Weil sie es mittlerweile wohl endlich gerafft haben. Aber wenn ich die Rüstung anhab, dann raffen sie es nicht, also... Dann können das wohl nur so komische Sicherheitsfritzen raffen, dass ich jetzt nicht zu denen gehöre. Und so welche gibt es ja nicht so viele. Also möglicherweise auch noch bestimmte hochrangige RNK-Bastarde. Glück! Ich hätte es eigentlich schwören können, dass hier oben auch einer ist, aber anscheinend nicht. Ja, diese Leitern funktionieren sogar. Guten Abend. Mal unter uns. Manchmal macht mir Karl nur Angst. Techniker? Kann der reparieren? Angeblich sind die Einheiten hier unterwegs, um unsere Truppen zu unterstützen. Man sagt, dass sie sich Freunde auf dem Strip machen. Hanlon ist eine Legende. Die Leute reden mit Ehrfurcht und Respekt über seine Leistungen in der ersten Schlacht am Hoover-Staudamm. Ihr werdet bald noch eine Schlacht am Hoover-Staudamm kriegen und da werdet ihr dann aber untergehen. Man sagt, dass sie sich Freunde auf dem Strip machen. Ja, ich hab dich! Was? Oh nein! Das sind solche Oberknallis, die es sofort raffen. Was sollte das denn jetzt? Hä? Also irgendwie backt hier das System rum. Das ist jetzt jedenfalls wahrscheinlich das, was ich angesprochen habe. Dass diese Oberknalltüten das dann doch noch raffen. Zumindest wenn sie hochrangig sind. Dann merken die einfach, dass man nicht einer von denen ist. Na klar, guck dir das an. Und das will Invisible Wall Remover sein. Ihr verdammten Bastarde, ich will da runterspringen. Das muss gehen. Das ist ja bastardig. Hehe, da sagst du was. Aber jetzt ist es hier nämlich so ganz knalltütig, dass diese Oberbastarde sofort feindlich werden, wenn ich mich denen näher anscheinend. Das ist ein normaler RNK-Soldat. Der sollte eigentlich nichts merken. Suchen Sie was? Aber diese einzigartigen Bastarde, die jetzt wahrscheinlich da rein verschwunden sind. Hä? Hallo. Moment mal. Wo sind die denn jetzt alle? Sind ja gar nicht mehr da. Also irgendwie hat da das System mal wieder derbe rumgebackt, habe ich so das Gefühl. Als ich diesen Auftrag bekommen habe, hatte ich mit mehr Zockerei gerechnet. Hier ist einfach mal ein paar von denen, weil die eh auf den Wecker gehen. Und die im Zweifelsfall dann auch feindlich werden. Wenn da so Joe. Totalen Oberknallis feindlich werden. Haus ist tot. Und dieses Mal endgültig. Na klar. Obwohl, scheint denen relativ egal zu sein. Obwohl ich entdeckt war. Da hinten ist irgendwie. Hä? Oh nein, das ist so ein verdammter Ranger. Das sind Bastarde. Hä? Büro? Da kommen bestimmt noch mehr Oberknallis, oder? Heck. Nicht. Wird nicht verrufen angezeigt.
Mal sehen, ob hier irgendwas ist. Oh! Da ist ein bisschen mehr als nur irgendwas. Da ist alles überfüllt von RNK-Technikern anscheinend. Und irgendwie nur so komische Techniker. Das Geräusch des Generators ist echt ziemlich beruhigend. Unsere Truppen haben bei Fall on Hope einen gewaltigen Rückschlag erlitten. Das werden wir nie vergessen. Suchen Sie was? Ich suche euren Vorgesetzten, um mit dem abzurechnen. Die normalen Wasser, die können von mir aus am Leben bleiben, solange sie nicht feindlich werden. Der hier zum Beispiel. Ich glaube, dass Sie hier falsch sind. Suchen Sie was Bestimmtes? Sie sind fast nicht feindlich geworden. Ich bin leider nicht autorisiert mit... Ich bin nicht hier, um Geld zu verdienen. Ich bin hier, um auf die RNK... Na klar. Der ist ja klasse. Gerüchten zufolge plant die Legion ihre besten Männer gegen uns einzusetzen. Hey. Kraftwerk? Was ist denn hier alles? Das ist ja riesig. So riesig wie die Adams Air Force Base. Voller RNK-Nerver. Aber bis zum Abwinken haben sie es gefüllt mit den... Ich erinnere mich total an die Air Force Basis, wo das ja auch so war. Was mit den Lavensoldaten. Boah, das ist so unübersichtlich. Ich habe echt keinen Plan, was das hier alles ist. Ich könnte aber wetten, dass man im Endkampf hier durch alles durch muss. Genau genommen auch nicht. Ich blick hier schon lange nicht mehr durch. Mann, ich blick's nicht. Keine Ahnung, wo man hier zum Teufel hin soll. Da hier. Da war klar, was? Oh nein! Jetzt kommen die hier ja. Er sagt bloß, sie sind zu blöd, um hier reinzukommen, weil sie wissen, dass ich sie dann killen werde. Soll ich sie jetzt einfach da draußen killen müssen? Na los, ey, du da! Wie ein K-Ranger, was zum Teufel? Gerade ist er jedenfalls tot gemacht. Nein! So ein Pech, aber auch ist das einer von euren Rangern tot gemacht. Ach so, nein! Ah, hier, zum Glück. Die einfach mal so feindlich, das sind ja Bastarde. Aber egal, mit denen werde ich abrechnen. Aber weißt du, wird es mir überhaupt nichts bringen. Weil alle, bis auf die einzigartigen und vielleicht sogar die, respawnen werden.
nervig. Will ich mal gucken, und zwar mit dem Wettmodus, was da alles ist. Na klar, noch mehr Ranger-Bastarde. Keine Ahnung, warum die so feindlich geworden sind. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich von hier wieder wegkomme. Hä? Auch jetzt bin ich auf einmal bei den RNK-Bastarden wieder gemieden, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe. Natürlich diesen Bug irgendwo wieder weggenommen. Was voll gecheatet ist eigentlich. Aber so geht das Spiel halt nun mal. Ja, ihr hinten rein, Jay, ihr seid solche Bastarde. Jetzt hab ich dich! Die Feuer einstellen, warum siehst du dann auf mich? Hier, Bellender Ranger! Ihr elender Hure! Die sind sogar so super los und merken es nicht, obwohl die da überall sind. Ach, jetzt ist es auf einmal nur neutral. Kann mir ja egal sein. Das heißt also, die Ranger sind die automatisch feindlich werden offensichtlich. Was ist hier jetzt schon wieder? Sieht sehr funktionslos aus. Ah, jetzt kann ich hier runterspringen anscheinend. Ich bin noch nicht mal tot, erstaunlich. Hier kommt man wahrscheinlich nicht nochmal rein. Doch! Das hätte ich den Programmierern jetzt gar nicht zugetraut. Können wir also theoretisch hier, wenn ich das richtig sehe, zu dem Vorschwimmen? Geht das vielleicht? Ich hoffe es doch mal. Aber ich wollte sowieso weg von hier, von diesen RNK-Bastarden. Also ein paar von denen habe ich zwar umgemurkst, aber wenn ich nach einem Zellen-Respawn wiederkomme, sind die eh wieder da. Ich hier Wette ein. Ja genau, das Vor ist nämlich auf diesem Hügel da. Und wenn ich da jetzt nämlich einfach die ganze Zeit schwimme, weil das hier ja nicht Mauerwind ist, wo man ständig im Wasser irgendwelche Viecher kriegt. So komische Schlachterfische und Wasserdrehjuchs. Sollte ich in der Lage sein, da hinzukommen. Nämlich die Wasserdrehjuchs waren ziemlich nervig und die Schlachterfische sogar noch viel bastardiger. In Oblivion gibt es dagegen anstelle von Wasserdrehjuchs mittlerweile Landdrehjuchs. Was auch immer ein Drehug eigentlich sein soll. Moment mal. Ist es jetzt so Luschi-Typi, dass man hier nicht lang kann? Leute, also wenn ich hier nicht hochkomme, dann setze ich TCL ein. Ich frage mich, ob ich hier jetzt echt zu blöd bin, um hochzulaufen oder ob da eine unsichtbare Bastardbarriere ist. Und dann bin ich zu blöd, um hochzulaufen. Also zumindest kommt es mir so vor. Läuft hier ganz normal, aber ich bin... Habe jetzt irgendwie echt Probleme, hier weiter hochzukommen. Ich frage mich, ob hier irgendwo ein Eingang zu dem Vorher ist. Wenn ja, wo? Das kann jetzt nämlich dauern, bis ich das gefunden habe. In der Zeit wächst natürlich das Video wieder unaufhörlich. Mit rasender Geschwindigkeit, das ist unglaublich, ey. Ich frage mich, ob sich irgendwer an den Einstellungen zu schaffen gemacht hat, was ich aber kaum glauben kann. Toll, da ist nur wieder dieser blöde Hooverdamm. Der bringt ja überhaupt nichts. Ich will zu denen hier im Vor. Nicht zu irgendeinem so verdödelten Hooverdamm. Ich will keinen Hooverdamm. Den braucht noch keiner. Der ist nutzlos wie ein Kopf. Natürlich ist es nämlich so, dass ich hier nicht durchkommen kann. Und zwar gerade so nicht.
weil der Typ so blöd ist, um da einfach hochzublättern. Wäre das super, wenn er das könnt. Ich versuch mal was. Scheint nicht so wirklich zu klappen, oder? Hat bloß den Bug haben sie ja ausgemacht. Weil der Spieler von dem profitiert hätte, aber jetzt hängt sie irgendwie. Mal wieder. Ist ja öfters mal so. Hängt irgendwie immer noch. Wie lange will denn das jetzt? Nämlich der Trick ist, dass ich immer während des Läds dann versucht zu springen. Und in Fallout 3 funktioniert das, dass man sich dann irgendwo hochklitschen kann, aber hier nicht so richtig. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen hochkomme. Also mit jedem Mal komme ich, glaube ich, ein bisschen näher an diese Schwelle, wo ich rankommen will. Oder? Oder bilde ich mir das ein? Komm doch näher, oder? Mit jedem Mal ein kleines bisschen. Aber wahrscheinlich wird dann ganz oben eine unsichtbare Bastardwand sein, oder? Ja, ich weiß, es ist eigentlich total cheaterig und verbuggt, aber wenn man sonst nicht hochkommt, muss ich das ja so machen. Ich hoffe jetzt bloß wirklich, dass man da dann überhaupt hochkommt. Weil wenn da eine unsichtbare Wand ist, dann geht der Trick natürlich nicht. Na toll, das hängt schon wieder. Und anscheinend läuft dann nämlich nach einiger Zeit zwar doch noch durch, aber das nervt. Dass man da dann auch noch warten muss. Die ganze Zeit. Guck mal, ich bin kurz vor der Schwelle. Noch ein paar Versuche und ich müsste oben sein, oder? Jedes Mal kommt man ein kleines Stückchen vorwärts. Doch hier schon fast oben. Warum bin ich denn nicht endlich mal ganz oben? Das war auf der Schwelle, meine ich. Ich bin da kurz davor, komm aber nicht rüber. Mann! Na toll! Scheint ist der Typ jetzt zu blöd, um über diese nervige Schwelle zu kommen. Kann das sein? Na endlich! Hä? Dahinter ist ja gar nichts. Vor allem nämlich nicht das, was ich erwartet habe. Das habe ich hier rumgedödelt für nichts. Weil ich so nämlich auch nicht weiterkomme anscheinend. Ja super! Das war nämlich wahrscheinlich nicht so gedacht, dass man da landen kann. Und das heißt nämlich, dass ich nochmal ganz außen rum darf, um in dieses Fort zu kommen. Da habe ich ja Bock drauf. Wahrscheinlich geht es sogar dann nicht. Irgendwo muss das vorher einen Eingang haben. Kann nicht sein, dass es da keinen gibt. Ich hoffe bloß, dass die von der Legion den von der RNK dann endlich mal so richtig geben werden. Na natürlich. Ja, Glück gehabt, dass ich da rüber kann. Wahrscheinlich kann ich das auch nur wegen IWR, aber wäre ja so typisch, wenn man es nicht könnte. Haben keine unsichtbaren Bastardwände zu sein. Was denken die denn, wer sie sind? Einfach so unsichtbare Bastardwände überall hinbauen. Das ist natürlich nicht erlaubt. So, jetzt will ich aber wirklich zu diesem vor. Jetzt will ich ja irgendwie meine Waffen reinkriegen. Mal gucken, ob ich das mal hinkriegen muss. Genau, da gab es glaube ich einen Reparatur-NPC in dem Tor, oder? Dann wäre das nämlich auch ein guter Punkt, um das Video zu beenden, wenn ich bei dem nämlich angekommen bin.
Wenn ich es nämlich nicht schaffe, die Waffen hier irgendwie reinzukriegen, dann werde ich wahrscheinlich leider nur die Rüstung reparieren können, aber vielleicht haben die ja endlich mal ein Einsehen. Jedenfalls toll. Im Forum hat einer gesagt, dass wenn man für die blöden Silberraschbastarde aus Freeside-Quest erledigt, dass man dann auch mit seinen Waffen bei denen rein dürfte. Das ist ja bei den Legionsschiffen freundlicherweise auch so. Man mit den Waffen rein darf, wenn man genug Quests für die gemacht hat. Ich meine, das von Mr. House war ja jetzt eigentlich schon ein ziemlich wichtiger Quest. Da könnten die mir ja so langsam mal einigermaßen vertrauen. Ich meine, die laufen ja in denen hier im Lager auch mit ihren Waffen rum. Warum sollte ich das also nicht dürfen, wenn ich doch auch einer von denen bin? Obwohl, halt mal. Wenn ich zu denen gehe, dann sollte ich natürlich nicht ausgerechnet die RNK-Rüstung tragen. Fällt mir gerade eben ein. Heckelgabel, jetzt bin ich hier hochgeklettert. Vielleicht bringt mir das ja was. Das könnte ja sehr theoretisch möglich sein, dass wenn man sich über die Gebirge glitscht, also da über alles drüber klettert, dass man dann reinkommt, ohne an diesen Türsteher-Nerven vorbei zu müssen. Aber ich ziehe jetzt definitiv eine andere Rüstung an. Wieder eine neutrale. Also wenn ich eine Cäsar-Rüstung trage, dann ist irgendwie der Ruf weg. Keine Ahnung warum. Was soll das denn jetzt sein? Ich will doch einfach nur da rein. Leute. Wenn ich bloß hier rüberklettern könnte, gell? Aber hier kann ich die Schuld leider nicht auf unsichtbare Wände schieben. Sondern hier ist es so, dass es da wirklich nicht hochgeht. Außer ich glitz mich hier irgendwie rüber. Ich glaube aber kaum, dass das Sinn machen wird. Weil erstens wird es ewig dauern und zweitens möglicherweise eh nicht funktionieren. So, hier. Moment mal. Hier muss es jetzt aber eigentlich durchgehen. Dummerweise tut es das wohl nicht. Ah, jetzt! Mal sehen, ob das was bringt. Wenn ich mich hier rumglitsch. Ja, ich weiß, ich benutze die ganze Zeit Glitches. Ich muss nach hier, oder? Moment mal, jetzt laufe ich schon wieder in die falsche Richtung. Das hier. Hier sind aber NPCs. Ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht schießen, weil ich mich durchgeglitscht habe. Hey. Hier sind diese Kinderpopos, die sich natürlich wieder nicht im Wettmodus anwählen lassen. Ich trainiere, damit ich ein echter Legionär werden kann. Aber ich bin jedenfalls drin und habe immer noch meine Waffen. Zum Glück. Ich frag mich, ob die mir meine Waffen weggenommen hätten, wenn ich durch den normalen Eingang gekommen wäre. Tut mir leid. Man sagt, dass die Veteranen der Legion bald auf Arizona ankommen. Oh, spricht ja alles Englisch aus. Hier ist noch der Eingang, oder? Dieser Mr. House, den der Schritt gesagt hat, ist tot. Keine Verlustsage. Nee. Ich glaube, das war der Reparier-NPC. Schön, Sie wiederzusehen. Über 160.000. Man weiß, er kann der aber voll schlecht reparieren, wenn du mich fragst. Du bist 58% gerade mal. Lohnt sich ja überhaupt nicht. Aber ich mach's trotzdem, auch wenn's ewig dauert. Das heißt, so viel wie das Video ist zu Ende und außerhalb vom Video werde ich jetzt für 166.000 noch was Kronkorken alles hochreparieren. Das wird Stunden dauern und deshalb nehme ich das natürlich nicht auf. Also, wir sehen uns dann, wenn alles repariert ist. 10, 9, 8, 7...